Ich freue mich sehr, dass wir auch dieses Jahr Lernende haben, die nach der Ausbildung bei Rebbauer bei uns weiterarbeiten. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass wir auch Mitarbeiter haben, die schon vor längerer Zeit bei uns die Lehre gemacht haben, sich dann auch können intern weiterentwickeln können und uns heute immer noch tatkräftig unterstützen. So ein Livian, wenn du in uns Stunden ein so ein Pidusons, dann reparierst du den Isader elektrisch. Personal mein gut ja, das Alpibi wieder mal wurde, mal ja Plants, ich ging's weise kau. Mal ja Plants, kommt sehr den ja mehr um bleiben, ich fäch bei ihm, per kuka. Ich sah se retenier in Tag wieder to kuka, gestatte von mehr uns, dann mal ja. Ich habe ein Thema, dass ich mich plus raus bin, gerade weil ich ein Apprentiss bin, in diesem Punkt, aber weil ich es nicht sonst ist es positiv, weil ich ein Agentsprojekt bin, wenn ich ein Apprentiss raus bin, dann kann ich es nicht verstehen. Der Repower spielt in der ersten Linie Fairness, vis-à-vis kann ich es nicht verstehen. Per l'altro aspetto della Repower che si mette dann per Juvens Louvres e Louvres che non si viene angoggiare di Juvene e Out per vedere che la Juventecina è il futuro della Mau. Sono Francesca, ho 19 anni e ho la doppia cittadinanza, sono svizzera e italiana. Ho scelto di continuare a lavorare per Repower perché lo trovo un buon datore di lavoro e durante l'apprendistato mi sono sempre trovata bene in tutti i team in cui ho lavorato e dà pure anche molte possibilità di formarsi e svilupparsi. Durante il mio apprendistato mi è piaciuto molto avere il contatto con le persone, che tuttora ho, e adesso sono contenta di poter far parte del progetto per sviluppare il nostro nuovo sistema che è il CRM. Also mein Name ist Peter Winzer, komme von Enatz, bin verheiratet, zwei Kinder. 1989 habe ich in Küblis angefangen als Netzelektriker-Lehrling. 1999 habe ich dann eine Berufsprüfung gemacht. Und das alles habe ich bei Rebbauer gemacht und jetzt arbeite ich hier in Langquart als Chefmonteur-Stellvertreter. Also ich habe die Lehre in Klosters gemacht. Und bin dann auch eine Art Stellenwechsel gemacht auf Küblisch aus und bin dort sehr gut aufgenommen von den Mitarbeitern. Also nicht, dass man noch wieder als Lehrling geholfen hat. Das war also tiptop. Also, ja. Also bei Rebbauer bin ich geblieben, weil man unheimlich viel Abwechslung hat. Man macht das Ganze, man macht vom Kabel bis zur Freileitung. Man bekommt für Planungen einen Haufen mit und einen Haufen Freiheiten hat man. Man kann Sachen Arbeit erledigen, wie man eigentlich gar will. Also erwartet habe ich von Rebbauer, dass er sicher eine sichere Arbeitsstelle hat, wie bis jetzt eigentlich Sinn ist. Aber das sieht gut aus, wenn ich das beurteilen kann. Und eben ist das super hier.